Es geht los. Hallo liebe Riawis und willkommen in Rot. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Es ist Freitag, der 29. Juni. Und wir machen uns jetzt auf den Weg, um die Startanlagen abzuholen. Ich bin froh, dass ich hier einen Parkplatz gefunden habe. Die Stadt ist rammelvoll. Stau hat sich noch in Grenzen gehalten. Und ich bin froh, dass wir jetzt schon am Freitag angereist sind. Und ich bin sehr gespannt und aufgeregt und freue mich. Hallo. So, hier sind also die Startanlagen abgeholt. Das ist hier wie auf dem Rummel. Was ist denn mit dir los? Sowas habe ich ja nicht mal auf dem Highfield erlebt. So viel Menschen, so viel Tobabo. Aber genauso viel Schlange stehen. Ich stelle jetzt erstmal eine Dreiviertelstunde an, um diese Startanlagen abzuholen. Und jetzt muss ich aber zurück nach Hause, weil ich habe übelsten Hunger und morgen gucke ich mir dann mal in Ruhe die Messe an und mache den Bike-Check-In und muss mich weiterhin beruhigen. Jetzt heißt es erstmal Nudeln essen und schlafen gehen. Und dem YouTube-Star gehen Sie wieder den kaputten Beutel. Gibt's ja wohl nicht. So, guten Morgen. Heute wird es schon mal ein bisschen ernst. Die Nacht vor der Nacht war ganz schrecklich. Das ist schon mal kein nicht unbedingt der beste Start in die Challenge Rot. Aber egal, ich bin ja jetzt hier eigentlich nur auch Dorf-Triathlons gewöhnt und keine riesen Massenveranstaltungen wie diese. Deswegen bin ich auch gerade ein bisschen überfordert mit den ganzen, also mit dem hier, ne? Also hat man hier Beutel Rot, Beutel Blau, Beutel Grün und so weiter. Jetzt muss ich erstmal gucken, wann ich was brauche, wann ich zum Start wo sein muss, wie ich da hinkomme, wie ich danach mein Fahrrad abhole, wo ich meine ganzen Menschen treffe und was hier eigentlich verdammt nochmal gerade passiert. So, Freunde, Organisation, Aufregung, Tohuwabohu. Oh. Hoha, hoha. Und jetzt fahre ich zur Radabgabe. Danke.
Ich würde sagen, es ist ein Event. Naja, die Stadt, die wird zur Wechselzone der Stadt. Bin ich wieder in Berlin, hab mal noch ein paar Tage vergehen lassen, um hier nichts Falsches zu sagen, um nochmal zu überlegen, ob ich überhaupt noch was sagen will und was ich genau sagen will. Also ich hoffe, man hat es dann gesehen, ich bin ins Ziel gekommen, nach ziemlich genau 11 Stunden und 40 Minuten und das war ein unfassbar emotionaler Moment, also das war wirklich richtig, richtig krass. Da liefen die Tränen, da wusste ich nicht mehr, wohin mit mir. Richtig krass. Also war wirklich Wahnsinn. Bevor ich ganz kurz nochmal auf die drei Disziplinen eingehen will, möchte ich zuallererst, und das ist mir ganz wichtig, Danke sagen an meine Lebenskameradin, die den ganzen Scheiß die letzten 10 Monate hier mitmachen musste, ertragen hat. Und mir den Rücken da freigehalten hat. Die hat also wahrscheinlich noch mehr geleistet als ich. Vielleicht, also höchstwahrscheinlich sogar. Deswegen vielen, vielen Dank. Ohne dich wäre das wahrscheinlich alles nicht passiert. Auch der Rückhalt, den ich jetzt von meinen Freunden, meiner Familie bekommen habe, auch da muss ich mal sagen, 1000 Millionen Dank. Ihr habt auch einen riesen Anteil daran gehabt, dass ich das alles geschafft habe. Und vor allen Dingen noch ein viel größeres Dankeschön an die Menschen, die dann auch mit vor Ort waren, die extra angereist sind, um mich dann mal für den Hauch einer Sekunde vorbeirauschen zu sehen. Und da ein ganzes Wochenende geopfert haben, nur um mich an der Strecke zu unterstützen. Was in dem Fall auch wirklich richtig gut geholfen hat. Also das war enorm. Sollte man echt nicht unterschätzen. Wie viel das bringt, wenn man weiß, da in 15 Kilometern stehen wieder Personen, die man sehr mag. Also das hat wirklich beim Durchhalten auch auf jeden Fall viel geholfen.
Aber ich möchte auch an alle anderen Danke sagen, die mich hier bis hierhin begleitet haben und mir immer wieder mich unterstützt haben durch Nachrichten, durch das Gucken meiner Videos. Ich glaube, das war auch ein wichtiger Teil, dass einfach der Prozess, die Videos zu machen, irgendwie dazu beigetragen hat, dass ich das durchgehalten habe jetzt hier die ganze Zeit. Denn jetzt im Nachhinein muss ich wirklich sagen, ich habe es mir vorher eigentlich nicht getraut zu sagen, aber im Nachhinein ist es wirklich so, dass eigentlich die 8 bis 10 Monate vorher, das ist halt die eigentliche Herausforderung. Nicht unbedingt der Tag, ich meine, da kann so viel passieren, da kann es halt auch immer nicht klappen, aber so die Monate vorher, das alles immer durchzuhalten und zu machen, ich glaube, das ist die eigentliche Herausforderung bei so einer Langdistanz. Und der Tag an sich ist halt der Tag, ne? Da, ja, gute Überleitung, habe ich mir fast so zurechtgelegt. Früh kam ich ans Rad und hatte einen Platten. Das ging also schon mal richtig gut los am Sonntagmorgen. Aber zum Glück war die Betreuung dort also vor Ort richtig, richtig, richtig gut. Bin ich einfach hier zu dem Radmenschen vor Ort gegangen. Die haben so eine kleine Werkstatt aufgebaut und da konnte man mir sofort helfen. Innerhalb von 5 Minuten war das erledigt. 6, gerade Startnummer 751-9. Dann ging es zum Schwimmen. Ich stand am Rand und habe die anderen schwimmen sehen und dachte mir, ey, ich habe nicht mal die Wände hinten gesehen. Also, pff. Dann sind wir ins Wasser, die Aufregung war völlig weg. Ich war eigentlich am Boden. Ich dachte eigentlich, das ich bin im Training höchstens 2,3 Kilometer geschwommen. Wie sollst du jetzt hier 3,8 schaffen? Und danach noch Fahrrad fahren. Und, ne? Also, aber es lief super. Ich konnte mich an ein paar Leute dranhängen zum Teil. Bei der Wende dachte ich nach 1,5 Kilometern, krass, das ist echt richtig gut. Am Ende wurde es nochmal schwer hinten raus, klar. Und war dann 1,27 irgendwas. Das absolut super für meine Schwimmleistung. Top. Dann bin ich aufs Rad. Da habe ich doch die Berge ein bisschen unterschätzt. Das waren echt zum Teil nicht nur Hügel, also war hügelig, das hat schon ein bisschen gezogen, aber dann die Berge. Ein Berg hat da 10% zum Beispiel da an so einem Ort. Das hat echt in der zweiten Runde dann echt den Drive so ein bisschen rausgenommen. Auch sonst habe ich mich auf dem Rad nicht so richtig krass wohlgefühlt, diesmal komischerweise. Wo das eigentlich meine Lieblingsdisziplin ist, aber ich kam nicht so richtig. Ich kam nicht so richtig rein, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Hatte dann am Ende einen Schnitt von 30,8. Das ist doch, ich glaube, mit 1200 Höhenmetern und 180 Kilometern ist okay, kann man machen. War so, was ich mir vorgestellt hatte. Kurz bevor ich dann vom Fahrrad gestiegen bin, also in die Einfahrt, dann in den Ort Rot und zur Wechselzone 2, dachte ich, ey, wie um Himmels Willen, jetzt hat alles weh, sollst du denn jetzt noch diesen Marathon laufen? Und dann laufe ich los und denke, krass, das geht aber übelst gut. Was ist denn jetzt los? Und das hat ungefähr 15 Kilometer angehalten. Und dann habe ich gemerkt, es wurde langsam schlechter, weil Kilometer 20 dachte ich dann, oha, jetzt nochmal mehr als doppelt so viel. Da wurde es schon schwieriger und dann bei Kilometer 25 habe ich entschieden, oder musste ich mich entscheiden, jetzt richtig krass durchzuziehen oder auch mal ein paar Gehpausen einzuführen. Bei den Verpflegungsstationen und bei dem letzten großen Berg. Und ich habe mich dann für das letzte entschieden, nämlich weil ich auch die Leute habe kotzen sehen am Wegesrand und einer hat eine Infusion bekommen. Und da dachte ich mir, Sicherheit und Zieleinlauf geht vor. Ob da nun 10 Minuten mehr oder weniger auf der Uhr stehen, das interessiert doch hinterher echt niemanden. Heute denke ich natürlich, na gut, hättest du vielleicht doch mal ein bisschen mehr Gas geben können. Und ein bisschen mehr beißen müssen. Aber da ich dann mit 11 Stunden 40 ins Ziel kam, müssen wir auch einfach nicht drüber reden. Im Großen und Ganzen bin ich einfach super happy, super zufrieden und immer noch mega geflasht von diesem Ereignis. Und dass das alles doch so relativ locker lief. Wenn man sich darauf vorbereitet, dann geht es offensichtlich. Und selbst das Schwimmen ist offensichtlich für jemanden wie mich, der wirklich absolut überhaupt nicht schwimmen kann, absolut machbar. Muss es nun nicht halt rot sein für die erste Langdistanz? Puh, keine Ahnung, die Stimmung ist wirklich richtig krass, richtig gut und die pusht auch richtig. Aber was da an Organisationen die Tage vorher halt nötig ist und
der Trubel vor Ort ist auch wirklich ein bisschen, geht an die Nerven. Die Organisation am Renntag ist der absolute Oberhammer, sowas habe ich noch nicht erlebt. Das ist richtig gut, richtig gut, richtig gut. Aber so mit Schlange stehen und abholen und einchecken, und das ist halt alles, das ist mir irgendwie ein bisschen zu viel gewesen. So, wie geht's weiter mit Triabi? Wurde hier schon öfter gefragt. Ist Triabi jetzt vorbei? Tja, das weiß ich gar nicht so richtig. Also, ich weiß jetzt, wie es nächste Woche weitergeht. Da fahre ich auf die Eurobike und mache ein kleines Filmchen. In der Woche danach fahre ich in den Urlaub, und an dem Wochenende darauf ist der Leipzig-Triathlon. Da mache ich auch ein kleines Filmchen. So geht es jetzt erstmal die nächsten 3 Wochen weiter mit Triabi. Und was dann ist, habe ich schon so eine Vorstellung. Aber das kommt dann. Ich ruhe mich mal noch ein paar Tage aus. Das ist auch schön, wenn man jetzt mal am Nachmittag einfach in der Sonne sitzen kann. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank fürs Mitfiebern. Vielen Dank für alle Nachrichten und Glückwünsche. Und auf Wiedersehen.